Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Genesis Alpha One. Lifeform detected? Wo? Ah, Raffinerie. Raffinerie, Raffinerie, Raffinerie. Alles gut? Er lebt da noch irgendwo was? Hier unten vielleicht? War doch wohl oben. Jetzt ist es aber leer. Ab das jetzt? Gut. Weiß gar nicht mehr, wo wir waren, was wir machen müssen. Was wir brauchen. Auch selber erstmal ja einen Plan. Ein Montro. Wo sind wir? Was brauchen wir? Schwefel, Eisen. Da könnte man nochmal Montro runterschicken. Aber Montro allein ist ein bisschen doof. Wie sieht es mit den Ressourcen generell aus? Rohstoffe. Wir haben noch im Lager. Oh, Lager brauchen wir. Dann bauen wir mal ein Lager. Kann man hier auch rein theoretisch innen bauen? Genau, die beiden wollte ich ja noch frei halten. Genau. Da kommt nachher so eine Verteidigung. Wenn wir es erfunden haben quasi oder herausgefunden haben. Ansonsten brauchen wir, ja, jede Menge Eisen. Da würde ich sagen, können wir klonen? Wie viel Biomasse haben wir? Sonst würde ich dann Biomasse ein bisschen wenig. Wir brauchen mehr Biomasse, damit Montro nicht mehr alleine ist. Dann kann der nämlich quasi selber runterfliegen. Oh, Pumpgun. Montro, kommst du? Ah, das ist mir doch ein bisschen zu leise. Ich habe vorhin den Ton ein bisschen runtergedreht. Diese Warnstimmen finde ich immer toll, die müssen lauter sein. Warte, machen wir mal gleich. Musik ist doof, das lassen wir mal so. Was, bei 70 oder 80? Lachen wir mal 70. So. Wir brauchen Eisen. Den Planeten waren wir schon. Ich glaube, da haben wir auch alles erkundet. Das heißt, wir brauchen echt nur die Ressourcen. Und ich hoffe, dass wir unser Schiff irgendwann mal upgraden können. Dass wir nicht nur auf einer Seite Ressourcen machen können, sondern auf zwei vielleicht. Hier, Eisen brauchen wir. Na, wo seid ihr? Schon wieder? Aber die gehen noch echt gut mit der Pistole. Später gibt es ja Monster, die kriegt man nicht so einfach mit der Pistole. Ich brauche mehr Biomasse. Geizigen Aliens. Oh, da ist viel Biomasse. Nee, geh weg. Biomasse. Oh, es hört nicht auf. Die nerven echt die Viecher. Oh. Nein! Nein! Ihr Schweine! Dreckige Kanalratten! Warum habe ich denn keine Info gekriegt, dass der
Stand das oben links oder so? Kann ich sie wiederbeleben? New clone research unlocked. Er ist mir gerade. Ja, fick dich doch, Alter! Fick dich doch, Golem Motherfucker! Fick dich, ey! Fick dich auch, Double Fuck, Alter! Es ist ein Drecksplanet! Es ist ein Backplanet! Fickt euch, ihr kleinen Drecksschweine! Ihr habt mein Montro getötet, ihr kleinen Kommunistenviecher! Mann! Ich kann doch nicht mal alles einsammeln, da kommen diese Drecksviecher schon. Hätte ich mal das verfickte Tutorial weitergespielt. Das war einfacher als das hier. Sind sie rot? War die vorher auch rot? Noch nicht mal einsammeln kann man hier. Wo ist der Montro? Ungeeignete Probe erhalten. Ich glaube, ich muss mal Sportmunition machen hier, diese kleinen Schweine. Vor allem, das sind noch die Anfangsplaneten und Systeme, wo wir gerade sind. Also im Tutorial wurde es ja auch nach und nach schwerer. Das wird wahrscheinlich hier auch der Fall sein. Biotank wird benötigt. Ja, wir brauchen einen neuen Montro. Ach du Kacke. Diese Geräusche, die gerade kamen, kann ich jetzt abbrechen? Es gibt Lebensformen. Die werden so runtergebeamt. Das hört sich so ähnlich an. Das sind so, ich schätze mal, so biologische Lebensformen. Die können sich auch auf dem Schiff einnisten, quasi. Ganz eklige Viecher. Ach, wir haben nichts mitgenommen. Wir haben nichts mitgenommen. Okay. Wofür habe ich jetzt eigentlich noch die beiden Dinger hier letztes Mal gebaut? Wofür hatte ich die gebaut? Ah, ich sehe schon wieder was. In der Raffinerie. Hast du schon gekillt? Damit hier nichts rauskommt. Oder wollte ich eins ins Depot stellen? Depot ist ja niemand, ne? Hat drei Energiedinger. Ich würde sagen, wir packen hier auch nochmal eins ins Depot. So. Wo ist mein Bio-Klon-Labor ist genau gegenüber? Klone. Die kenne ich noch gar nicht, diese Viecher, diese Rock. Mantis habe ich schon mal kennengelernt. Aber wir brauchen Crew-Mitglieder. Cloning initiated. So. Kann ich nicht schneller klonen? Resource acquired. New crew member added. Na komm. Nee, Junge, du heißt anders. Ach, nee, komm. Machen wir Montro 2.0. So. Resources collected. Dann machen wir uns gleich einen zweiten Klon. Produktion und Bearbeitung. Was denn? Geh doch mal raus da. So. New materials have been refined. Wieso, da ist doch niemand drin. Es gibt Gas hier. Produktion in Bearbeitung. Wir haben doch gerade einen. Keine leeren Crew-Dinger. Scheiße in Drecke. Wir brauchen mehr Unterkünfte. Mehr Unterkünfte, dann brauchen wir bald hier mehr Dingsbums, mehr Sauerstoff. Im Treibhaus brauche ich 5 Aluminium.
Und eine Lounge könnte man bauen. Brauchen wir Kupfer. Und wir brauchen Eisen. So, das ist natürlich alles unschön. Ich würde langsam gerne für die Planeten mehr ein Team haben, quasi. Gucken wir uns nochmal die Systeme an, was es hier nochmal so an Ressourcen gibt. New materials have been refined. Kann ich hier nicht angucken? Doch. Also das haben wir alles abgearbeitet. Da gibt es noch 4 Eisen. Das heißt, ich gehe nochmal runter und hole mir diese 4 Eisen. Und dann verlassen wir das System. Hangar, ja. Da muss mich auch erstmal gerade wieder zurechtfinden, wenn man wieder 1-2 Tage nicht gespielt hat. So, erstmal brauchen wir Montro. Harvester Destination Set. Starten wir. Wie sieht es mit Munition aus? 168 Schuss, muss man da überhaupt nachladen? Vorhin konnte ich dann rotzen. Habt da schön gemacht. Zylon. Ich nenne euch Transport Zylon. So, Montro 2.0. Kommst du? Genau, starten wir. New materials have been refined. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also bei dem Spiel habe ich gemerkt, es fehlt immer irgendwas. So, wir brauchen mehr Biomasse, wir brauchen mehr Aluminium für das Treibhaus, wir brauchen Eisen für die Kuh und ach, hört ja gar nicht auf hier. Los, lass mich raus. 4 Eisen, Montro, nur 4 Eisen. Hier, Eisen braucht man. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Leuten irgendwelche Befehle geben kann. Muss ich mal testen. Aber nicht jetzt in dieser Scheißumgebung. Ach, ich habe mich wehgetan. Das ist doof. Ja, da ist Eisen. Das Eisen geht hier ein bisschen unter durch den Hintergrund, finde ich. Na los. Ah, da ist hier so ein Golem. Den nehme ich mich gleich mal an. Arschkrampe. So. Montro, nicht schon wieder. Du kannst doch nicht schon wieder dir wehtun, Junge. Da ist Eisen. Los. Kuh hat sich geheilt, das ist fantastisch. Mit Biomasse kann man sich ja heilen. Es lebe die Biomasse. So. Haben wir. So, wo war der? War der hier? Genau. Sieht doch gut aus. Ah! Ich krieg langsam Bock auf Starship Troopers. So, ich glaube, wir müssen voll sein. Los, ab zum Mutterschiff und wir kommen hier nie wieder auf diesen Planeten. Nie wieder. Montro 2.0 hat auch überlebt. Das ist doch schon mal eine Verbesserung. Kann man dir Waffen geben, mein Freund? Bessere vielleicht? Ah, da sind sie nicht ganz. Oh, das ist nicht wenig, was da kommt.
Hauptsache, die machen mein Schiff nicht kaputt. Montro, bleib mal stehen, Mann. Na, lauf da doch nicht hin. Montro. Bleib doch mal stehen. Achso, wenn du in Gefahr ist, kannst du wahrscheinlich nicht, ne? Oh, da hat er auch zwei gekillt. Ja, wir brauchen noch einen Biotank. Montro, Montro, Montro. Angakur. Alienbedrohung. Ja, ich hätte gern dir irgendwie übertragen. Übertrage PDA, abgefangene. Abgefangene Übertragungen können auf wichtige Beute hinweisen. Okay, cool. Schiff bauen. Mit dem Schiffbaumenü kannst du strategisch erweitern, um Sicherheitsvorkehrungen. Aha, ja. Wie kann ich das verbessern? Mein Schiff. Muss ich da vielleicht das Hangar verstärken? Oder vielleicht irgendwie erforschen? Du hast ja den... hab ich das gesehen? Unterkünfte, wir können Unterkünfte bauen. Wir haben ja Eisen. Ah ne, hier darf ich nicht bauen, weil... ja. Hier wollte ich Biotanks. Es soll nach hinten weitergehen. Und ich glaube, hier ist sowas wie Unterkünfte. Können wir hier oben bauen. Mache nochmal. The lift module grants fast access to higher or lower decks of the ship. Jo. Hier bauen wir nochmal einen Fahrstuhl. Dann noch eine Etage höher, würde ich sagen. Geht nicht? Ich weiß nicht, wie groß diese Gebäude sind, aber ich glaube, da müssen wir nochmal einen höher. Lifeform detected. Ah, Lifeform. Wo? Oh. Ich bin da sehr ängstlich, was das angeht. Es lebt noch, es ist unterirdisch. Oder? Ne, da ist es. Ne, da war es. Ah, das ist ein bisschen zeitverzögert manchmal. Falsch gebaut? Ebene, Ebene. Ich gehe doch mal ein tiefer. Baue ich nee, da war zu viel. Den kann man zerstören. Können wir Unterkünfte über Unterkünfte über Unterkünfte bauen oder so? Passt das? Einmal drehen. Da passt doch. Siehste. Na, hier beim Treibhaus kann ich nicht weiterbauen. Vielleicht aber dann nachher nochmal hier hinten rum. So. Was sagen die Ressourcen? Ressourcen sagen schon wieder, Eisen fehlt. Eisen fehlt. Lithium haben wir im Depot. Uran weiß ich nicht, was ich mitmachen soll. Pflanzen. Wir brauchen unbedingt Kupfer, damit wir langsam mal ein neues, erstmal klonen wir nochmal ein. Machen wir Montro 3.0? Nee, das machen wir nicht. Wie können wir den benennen? Ich bin immer, was Namen angeht, immer sehr unkreativ. New materials have been refined. Cloning initiated. Klon erstmal. Benennen. Wie können wir den benennen? Weiß nicht, ich habe erst vor kurzem ein Video von Gronkh gesehen. Ich nenne ihn jetzt Gronkh, mir fällt gerade kein anderer Name ein. Mir schwört nur Gronkh gerade im Kopf. Achso, wir können ja... Ah, hier, komm. Verdammt. Ich warte hier die ganze Zeit, damit wir beschleunigen können. Na komm.
Den brauchen wir für unser Außenteam. Heißt jetzt. Ich glaube, Gronkh war da irgendwie ganz komisch geschrieben, ne? Ich weiß es nicht. Wir können den Namen ja mal zur Not ändern. So. Ich weiß noch gar nicht, wie es mit dem Sauerstoff aussieht. Wo wird denn das eigentlich angezeigt? Ach. Ja, wir haben jetzt maximal Kurkabin 10. Ach komm, wir machen noch eine Person. Machen wir eine weibliche. Cloning initial. Ja, die Klon. Oh, jetzt ist eine richtige große Klonparty. Klonparty. Oh, können wir hier noch was erforschen? New clone arrived. Nee, kann ich nicht. Brauche ich noch mehr Biomasse? Ich brauche mehr Container. Biomasse-Container kosten wahrscheinlich wieder. Was brauchen wir da? Biotank könnten wir sogar bauen. Ach, dann brauchen wir bald wieder Energie. Ah. Ja, wo geht's hin? Du brauchst auch einen Namen. Lynch ist ein cooler Name. Mathilde ist jetzt auch in mein Team. So. Weil du ein Klon bist, Mathilde. Wir haben hier alle keine Haare. Aber dafür hast du Make-up. Daran haben sie gedacht. Ist das toll, oder? Make-up! Du trägst kein Make-up. Okay. Noch gar nicht aufgefallen. So, jetzt verlassen wir das System. System. Wo bin ich? Ich brauche hier irgendwie eine Minimap oder so. Ich verlaufe mich auf meinem eigenen Schiff. New materials have been refined. Jawohl. Zoomen wir mal. Da hinten waren wir da. Stahlunion, Händler, 36 Ressourcen, 2 Schemata. Aber da könnte man doch echt was gebrauchen. 6 hier waren wir, Doch bei dem war ich schon, ne? Kann das sein? Unbekanntes Raumgebiet. War ich nicht? Planeten erfroren. Da wirklich? Oder habe ich die einfach nur gescannt? Ich mache einfach mal einen Sprung in die Richtung. Ja, ich habe sie nur gescannt. Oh, hier 16 Eisen. Ah, Kupfer, nee. Kupfer haben wir. Planetenressourcen. New materials have been refined. Das macht ja keinen Spaß. Das ist ja. Brauche ich ja gar nicht auf die Planeten. Oberfläche. Geh mal weg. So, dann machen wir jetzt eine Scan-Party hier. Ihr könnt ganz viel Eisen. Erstmal das Kupfer, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich helfe euch da mal testweise mal ein. Resource being complete. Resource. Gut, haben wir den nächsten. Was wir auch noch machen können, wir können ja quasi. Rohstoffe. Ihr macht das gut. Ja, wir könnten vielleicht nochmal ein Lager bauen. Lager, Lager, Lager. Wir könnten. Ebene. Korridor. Machen wir. Lager über Lager, geht das? So. So, dann können wir
Mathilde, Drong. Ihr könnt jetzt hier mal Lithium abarbeiten. So, Montro 2.0 ist am Start. Wo kommt der Rest? Hallo? Der Captain bleibt auf dem Schiff. Hallo? Ich hab euch zugeteilt. Los, hopp, 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 hopp. Wo rennt ihr hin? Da wollt ihr rein. New materials have been refined. Ach komm, ich helfe euch, komm. Ich bleib doch, ich komm mit. Ich komm mit. 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt geht's los, jetzt habe ich hier eine Außencrew. Ich weiß, ich glaube, wir haben müssen da eigentlich gar nichts erkunden. Aber ich gucke mir trotzdem einfach mal die Gegend an. Und die anderen können abbauen. Ganz schön trostlos. Nee, es ist wirklich nichts hier. Hätte ja sein können. Ah, ich halte euch einfach auf, ihr kleinen Arschlöcher. Damit die anderen arbeiten können. Da hinten. Ach, hinter uns auch schon. Oh. Die umzingeln mich, die Scheißviecher. Ah. Also mein Plan ist jetzt auch, einfach größere Lagerflächen zu haben. Damit wir vielleicht einfach mit anderen Händlern handeln können. Und denen halt irgendwie, denen müssen geben und wir haben halt die bessere Ware. Oder kriegen halt irgendwas Tolles, Blaupausen oder so. Das macht hier schon wieder Kämpfen. Oh. Reihung wie nette Käfer. Die wollten gar nicht zu mir. Also kriegt man Biomasse, ist schon mal nicht schlecht. Oh. Alter Schwede. Gute Leistung, Mathilde, Gronk und Montro 2.0. Ab zum Mutterschiff. Habt ihr gut gemacht. Na? Handshake, Run. Mathilde guckt den Gronk nicht so an. Der mag dich nicht. Und Gronk, Mathilde ist vergeben. So, entladen. Habt ihr gut gemacht. Viel Spaß beim Entladen. Ich gehe mal ganz kurz zum Traktorstahlraum. Seid ihr noch dabei mit Kupfer? Och, seid ihr lahm. Resource beaming complete. Resources collected. Mhm. Jetzt habt ihr kein Kupfer mehr. 10 Eisen, ey. Alter Schwede. Ist doch. Ich habe langsam echt Platz, dass wir keine Lagerfläche mehr haben. Ne? Oh, wir könnten vielleicht das Treibhaus. Ach nee, wir brauchen Kupfer, kein. Ah. Nur Klone. Die Freundschaften pflegen, wirken menschlicher. Das Modul erhöht die Gesundheitsregeneration der Crew. Humanoids access bars and lounges when they feel lonely or when they are looking for relief. Crew members that are not assigned to do proper work on board will probably visit this place.
bars and lounges increases the healing speed of the crew. Ich kenne das Modul noch nicht, ich habe es nicht gebaut, ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacken soll. Ach, das geht doch auf 2 Etagen, Alter. Ist da irgendwie dazwischen rein? Nee, ne? Ist einfach zu fett oder was? Was war denn das da? Die Werkstatt, ne? Lifeform detected. Das hört sich nach Gatling Gun an. Resource acquired. Gut, dass wir so ein großes Depot haben. New materials have been refined. Weil im Tutorial hat man so ein kleines, das ist voll nervig, da passt nichts rein. Das hört sich nicht gesund an, irgendwas ist hier noch kaputt. Ah. Hier könnte man vielleicht mal was noch hinbauen, so eine automatische Waffe. Resources collected. Ist auch ein Arsch. Wird eigentlich, glaube ich, nicht angezeigt. Oh! Da haben die Viecher ein Nest gebaut. Das kann auch passieren. Man bräuchte echt noch so, weiß ich nicht, Ungeziefervernichter oder sowas. Auf dem Schiff. Na, wenn das jetzt schon anfängt, aber wir sind so verschachtelt. So, wir haben jetzt 60 Lager und 48, okay. Aber wir haben jetzt kein Kupfer mehr. Was brauchen wir? Wir brauchen demnächst mehr Strom. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Wir brauchen mehr Energy. Energy Reaktor. Da brauchen wir jetzt noch ein Kupfer. Ein Kupfer. Okay. Raffinerie. Ich will nochmal zu den Traktorstahljungs. Resource beaming complete. Resource acquired. Okay. Resource beaming complete. Gut, ihr kriegt das hin. Da ist der Hangar. Resources collected. Wo? Lifeform detected. Jetzt kommt auf mich zu, unterirdisch wahrscheinlich. New materials have been refined. Leben die noch oder sind die schon tot? Resource acquired. Ja, es ist. Diese großen Räume sind zwar geil, aber die Viecher können sich ja überall verstecken. Das ist so ein bisschen elendig. Also, naja. So. Ich schicke euch nochmal auf diesen Planeten. Ich glaube nicht, dass wir so viel Lithium brauchen, aber ihr macht das schon. Resources. Habe ich dich angeschossen? Entschuldigung. Da waren noch ein paar, die fehlen irgendwie. Da ist New materials have been refined. Ah, diese Lücke müssen wir schließen. Die können ja hier gerade durchkriechen, wenn die ganzen Geschütze woanders hingucken. Resource beaming complete. Resource acquired. Das war's schon? Mit dem Eisen war der aber schnell dran. Ja,
Weil dann könnt ihr noch das Lithium machen. Wir brauchen hier echt mehr Geschütze. Hinten? Ich sehe immer noch einen Haufen Signale. Oder so. Ah, die sind das. Ach ja, die werden auch rot. Ah. Wenn die in Alarmzustand sind oder was? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Resources collecting. Gut, ihr macht es mal hier weiter. Ich gehe mal auf die Brücke. Also hier habe ich wohl alles gescannt, aber ich war da noch nicht. Resource acquired. Ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Leere. So, und dann sehe ich auch gerade, die Folge geht schon lang genug. Die nächste Folge wird dann... werden wir zum Händler springen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich war auch ein bisschen planlos am Anfang. Ja, ich muss mehr Folgen machen, glaube ich. Man selber, wenn man ein bisschen ein, zwei Tage wieder nicht spielt, dann weiß man auch wieder nicht, wo alles ist. Ach, die haben schon wieder zu tun und sind wieder in Angstzustand, glaube ich. Und wir müssen uns mal hier die Lounge angucken. Das machen wir auch mal nächstes Mal. Super. So, ich glaube, ich mache mal Schluss. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.